Hallo Freunde, grüßt euch, servus. Ein kleines Vorwort vor dem Video. Schaut doch bitte in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einige Links rund um das Thema War Thunder. Und zwar, ihr findet dort den Link für das Forum zu Impleed, zu CPOC. Und ganz zum Schluss findet ihr auch noch einen kleinen Link, wo ihr mir kleine Spenden übertragen könnt. Würde mich freuen, wenn da hin und wieder mal ein Euro fließen würde. Das Geld kann ich dann verwenden für Hardware, Software bzw. unter Umständen auch mal ein Gewinnspiel auslosen. Dankeschön, und dann geht's rein ins Video. Ja, Freunde, servus, grüßt euch. Niklas, Niklas 7779 im Clan 20PD. Unser geliebter Niklas hat mir mal wieder ein Replay zukommen lassen. Ihr wisst, er fliegt hauptsächlich und deswegen gibt es auch ein Flieger-Replay. Er ist auf der Map El Alamein. Im RB-Mod unterwegs, und das Flugzeug, was er fliegt, das hat ein Battle-Rating von 6.0. Es ist die B-17G60VE Flying Fortress. Er hat zwei Flugzeuge abschießen können und hat ein paar Bomben auf die Base geschmissen. Erzählen wir uns doch einmal ein bisschen was hier über die Geschichte von der B-17G. Am 21. Mai 1943 war der Erstflug der letzten Serienversion der B-17G. Sie hatte unter dem Bug einen zusätzlichen Waffenturm mit einem Zwillings-MG sowie gegeneinander versetzte Waffenstände in Bugraum und Rumpf, um gegenseitige Behinderung der MG-Schützen dadurch zu verhindern. Das Modell wurde bis Mitte 1945 insgesamt 8.680 Mal gebaut. 85 Flugzeuge gingen an die RAF, 10 weitere wurden zu F9C Fotoaufklärern umgebaut, 40 Flugzeuge wurden als PB1G bzw. PB1W, letztere mit Radarwanne zur U-Boot-Abwehr an die US Navy geliefert, 130 weitere als B-17H Seenotrettungsflugzeuge mit unter dem Rumpf angebrachten Rettungsboot. Viele B-17 der Bauserie F wurden zur G-Version umgebaut und aufgerüstet. Insgesamt sind 12.731 B-17 Maschinen von Boeing und den Lizenznehmern Douglas und Lockheed produziert worden. Zu Spitzenzeiten waren es 16 Maschinen täglich, das muss man sich mal vorstellen. Ein wichtiges Werk war das Boeing Werk 2 südlich von Seattle. Durch die teilweise offenen Waffenstände benötigten die Besatzungsmitglieder spezielle Ausrüstung, um den in großen Flughöhen herrschenden Klimabedingungen trotzen zu können. Über einem wollenen Unterzeug trug jeder einen elektrisch beheizten Overall. Dann folgte die Uniform, über die eine mit Schaffell gefütterte Fliegerkombination inklusive der legendären USAF Bomberjacke Modell B3 gezogen wurde. Dazu wurde ein Brust- und Rückenpanzer getragen, der aus einem dichten Kettenhemd bestand, das vom Hals bis zum Becken reichte und das gegen Flaksplitter und MG-Schosse schützen sollte. Die Besatzungen trugen hohe Schaffellstiefel, grellgelbe Schwimmwesten und Fallschirme und dicke elektrisch beheizte Handschuhe. Den Kopf schützte eine warme Mütze und gegebenenfalls ein Flakhelm aus Stahl. Derart bekleidet konnten sich die Besatzungsmitglieder kaum noch bewegen, das glaube ich. Daher wurde besonders die schwere Schutzkleidung von vielen Besatzungen nur während Einsatzphasen unter drohendem Flakbeschuss an- und danach wieder abgelegt. Bei der Ausführung von Tätigkeiten wie Erste Hilfe und Reparaturen an den Geräten mussten die Handschuhe abgelegt werden. Hier zählte jede Sekunde, da die Temperaturen
Im ungeheizten Rumpf des Flugzeuges bei großen Flughöhen weit unter dem Gefrierpunkt lagen. Erfrierungen waren häufig und nicht selten verloren Besatzungsmitglieder dadurch Finger. Der Panzerschutz einer B-17F, das war Stand Ende 1943, bestand aus mehreren 6,3 bis 8,0 mm dicken Panzerplatten, die fast alle vertikal, ähnlich wie Schotten in einem Schiffrumpf, im Flugzeug eingebaut waren. Lediglich auf Höhe der beiden seitlichen Rumpfschützen waren auch Panzerplatten installiert, die auch gegen seitlichen Beschuss schützen sollten. Zwar waren die Lehnen der Sitze vom Kommandant und Co-Piloten gepanzert, jedoch war kein Panzerplattenschutz vorhanden, der die Flugzeugführer vor Frontalbeschuss hätte schützen können. Auch Navigator und Bombenschütze hatten keinen nach vorne wirkenden Panzerplattenschutz. Mein Gott, war das heute wieder schwierig. Ja, das war mal so über diese B-17G, wobei es ja bei der B-17 so viele Modelle gegeben hat. Ich habe mal in einem sehr, sehr früheren Video, hatte ich mal die B-17 Normalausführung mal vorgestellt, komplett. Beziehungsweise, wer halt mehr wissen möchte über diese B-17 allgemein, der müsste sich dann schon mal etwas im Internet tummeln und da nachlesen. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, ja, wenn er bloß zwei Flugzeuge abgeschossen hat und ein paar Bomben geschmissen hat, wieso bringen wir denn das Replay hier eigentlich? Ja, warum bringen wir es denn? Aus dem Grund, was ihr nämlich jetzt seht. Ihr seht ja, da fehlen eigentlich ganz schöne wesentliche Teile, um mit dem Flugzeug weiter fliegen zu können. Und er hat es trotzdem geschafft, mit der Maschine so weit zu kommen, dass er A, seine Bomben platzieren konnte und B, er konnte die Maschine auch noch zwar auf feindlichen Grund landen, aber er ist nicht gestorben. Und das ist eigentlich schon mal eine gute Leistung, sage ich, nicht nur für ihn, sondern auch für das Flugzeug allgemein. Also da gibt es viele, viele andere Bomber, die bei dieser Art der Beschädigung nicht mehr in der Luft bleiben. Die einfach abschmieren, abtrudeln oder dann versuchen, senkrecht in die Luft zu gehen, also zu steigen, so wie es zum Beispiel die B-238 gerne macht, wenn sie hinten das Leitwerk verliert. Dann möchte sie ganz gerne, also die nicht das Leitwerk selber, sondern die hinteren Leitwerksklappen, wenn sie verliert, dann möchte sie sie immer steigen, das heißt immer Motor ausschalten und dann Nase wieder nach unten bringen. Ja, er macht es hier ganz gut. Zum Schluss werden wir dann auch Niklas persönlich in der Maschine sehen. Mit Großaufnahme, dann seht ihr mal, auch was er für eine Augenfarbe hat, unser Niklas. Unser Niklas 7779. Ja, und da ist er ja schon eigentlich tot. So töter geht es ja eigentlich gar nicht. Und der will ihn da also noch behargen, aber den hat er natürlich jetzt Gott sei Dank noch treffen können. Und dann gibt es halt jetzt doch einen, naja, ein wenig ein Crash, sage ich jetzt einmal, ne? Aber er hat es überstanden. Hat er gut gemacht. Zeigt auch die Fähigkeit dieses Flugzeugs an und des Piloten. Ja, und jetzt werden wir dann Niklas sehen, wie er ausschaut, wenn er im Flugzeug sitzt. Leute, heute gibt es keine Abschlusstafel. Warum, weiß ich auch nicht, aber es ist keine da. Also könnt ihr auch nicht gucken, was er oder andere erledigt haben. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuschalten, fürs Zuschauen. Und dann wünsche ich euch selber noch viel Spaß und dann lasst die restlichen Sequenzen euch an den Augen vorbeiziehen. Denkt an ein Like, denkt an ein Abo, schreibt einen Kommentar, wenn ihr lustig seid. Und dann sage ich ganz einfach
Liebe Leute, das soll es gewesen sein. Holtrio, bis zum nächsten Video. Euer PvP OK.